ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Wundcraft, beziehungsweise es geht los mit Gavel und ich bin schon sehr gespannt, wie das sein wird. Also ich bin jetzt nur mal ganz kurz auf den Server in die Lobby, um zu sehen, ob der Server on ist. Und ja, Gavel Expansion out. 50 new quests. Also das wird, denke ich mal, ein Abenteuer. Und ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr mich hier ein bisschen begleitet auf meiner Reise. Wir haben hier wohl ein bisschen Weihnachtsdekoration. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Okay, das ist die Bescherung. Das heißt, zu Weihnachten gibt es die Gavel-Erweiterung oder das Gavel-Update. Und die haben ja auch das Logo geändert. Ja, das ist jetzt schon das neue Logo, wo hier unten der Emerald drinnen ist. Okay, so weit, so gut. Aber was kommt jetzt? Ich suche mir mal einen Server, wo vielleicht noch nicht ganz so viele Lags sind. Aber das soll ja jetzt auch besser sein mit Lags. Ich weiß es nicht. Naja gut, es sind eigentlich überall so ein bisschen Lags. Na, ich nehme mal den hier. The server recommends the use of a custom resource pack. Would you like to download and install it automatically? Und man muss auf Ja drücken. Okay, Server is restarting. Das ist ja jetzt nicht so toll. Sonst wird man vom Server gekickt. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich jetzt gleich rausgekickt werde. Na, fängt ja schon mal super an. Okay, jetzt bin ich wieder in der Lobby. Dann das Ganze nochmal. Okay, aber jetzt habe ich das Resource Pack wenigstens schon mal. Das lädt er dann automatisch rein. Also wir haben hier diese Slots für zwei Ringe und ein Armband und eine Halskette. Okay, jetzt versuche ich es nochmal. Wie wäre es denn zum Beispiel hier auf den letzten Server? Und dann nehme ich, Moment, Mage, Assassin, Arca, Warrior. Okay, hier ist mein Warrior mit Level 55. Das ist erstmal alles so geblieben. Okay, und genau, jetzt kommt man hier in so eine Startlobby. Ui, man sieht schon, mein Lebensbalken hat sich fast verdoppelt. Die Items habe ich aber hier jetzt noch alle. Aber die Identifizierungen, die sind runtergenommen. Was steht da? Unidentified Spear. Okay, der hat aber auch den Namen verloren, der Cœur de Lion. Naja gut. Attack Speed habe ich hier als Dauerbuff. Okay, man soll hier auch erstmal alles lesen. What is this? Explanations are in front of you. Explanations are on your right. Okay. What is this? This is the update room. Every player gets teleported here after a major update. When you leave, you won't be able to come back here. Make sure to read to be ready before exiting. Here you can identify your items, buy potions and more. When you are done, use the door behind you to leave. Okay, da geht's dann raus. Und ich kann jetzt wieder identifizieren. Da sind die Identifier. Das Ding ist, ich hatte ja nur auf meinem Cœur de Lion Level Range, okay. Ich hatte ja nur auf dem einen Identifizierungen drauf. Deshalb werde ich das jetzt auch versuchen, so zu rekonstruieren und den Rest werde ich mir dann erst im Spiel so nach und nach erwerben.
So. Ich glaube, das ist der hier. Aber da steht Level Ranged 48 bis 52. Kann ich den jetzt überhaupt noch nehmen? Sharpness 2 ist da drauf. Ja, das stimmt schon. Okay. Dann. Na, okay, das kostet hier auch. Okay. Ah, und jetzt sind alle Effekte wieder drauf. Ja, Coeur de Lion, so hieß das Ding. Neutral Damage, Fire Damage. Okay, Mana. Ja, Fire Defense. Okay, ist auch nicht schlecht. Es sind jetzt mehr Effekte geworden. Plus 6% Thorns, aber minus 26% Water Defense. Das heißt, wenn mich irgendein Wassermonster angreift, dann habe ich Probleme. Na gut, ich bin mal gespannt. Hoch. Boah, ich kann das jetzt gerade. Okay, das Shop-System ist ja auch ein bisschen verändert. So, da ist mein Coeur de Lion. Und die Rüstung, die lasse ich dann so. Also ich erstmal vorerst. Denn ich bin ja eh Level 55 und wenn ich jetzt dann Level 40 Quests mache, dann ist das vielleicht sowieso nicht so. Also dann bin ich ein bisschen zu OP und das ist dann vielleicht sowieso nicht so toll. So, was haben wir denn hier noch? Emerald Merchants. Okay, da kann ich. Ja, da könnte ich dann Sachen noch tauschen. Okay, ich habe hier einen Pilz. Den brauche ich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig in dem Update Room. Ist ja auch ganz lustig gebaut. Was steht hier? Gavelcraft Rocks. Ja, gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, ihr auch. Enjoy, Gavel. Jo, auf ins Vergnügen. You are now entering Ragni. Okay, Man ist wieder in Ragni. Und das hier ist ein Ragni-Citizen. Okay, die sehen jetzt deutlich anders aus. Nur gerade mal die Musik ein bisschen lauschen. Es sind andere Sounds natürlich. Okay, you still have. Was? 108 an your Skill Points? Okay, ich muss erstmal die Skill Points nochmal vergeben. Boah, aber wie habe ich das gemacht? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Also, ich hatte relativ viel Strength. Da gehe ich mal gleich hier. Mache ich mal hier 20 gleich mal. Und hier 15. Also ich vergebe jetzt mal so ein bisschen was und dann gehe ich noch so ein bisschen in die Feinabstimmung. Ich hatte auch, ja, ein bisschen Verteidigung hatte ich schon auch. So, wie viel habe ich jetzt noch? 43. Okay. 43. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Okay. Und das sind jetzt aber noch nicht diese Sachen mit den Elementen. Also wie das dann funktioniert. Naja, ich muss erst so ganz allmählich reinkommen. So. Was steht denn hier eigentlich? Nicht, dass ich hier irgendwas gar nicht. Ach, eher, okay. Agility. Ach, das ist hier Chance to dodge attacks and increase.
Naja, aber das ist schon im Prinzip das gleiche wie dieses Double, also dieser Schutz, wo man dann überhaupt keinen Schaden bekommt. Ja, to dodge attacks. Und Air Damage, okay, das ist dann natürlich nochmal was anderes. Reduce any damage. Fire Damage, okay. Naja, aber ich muss vor allem als Warrior viel Damage machen. Und das hier brauche ich eigentlich am wenigsten. Reduce Mana, obwohl es hieß ja, dass die Gegner schneller geworden sind. Also muss ich das vielleicht auch nochmal ein bisschen machen. So, und dann mache ich hier noch ein bisschen und die letzten da. So, also es ist so ungefähr aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber naja, wir werden es erleben. Zur Not muss ich dann das halt nochmal machen, aber dazu kann ich ja zum Tower of Amnesia gehen und dann könnte ich da auch wieder das rerollen. So, da ist der König immer noch da. Okay, dann nächster Punkt. Ich guck mal ins Questbuch. Was greift mich denn da an? Ach, Bob. Hallo, Bob. Okay, der Angriff ist sehr langsam. Cœur de Lion requires your. Ach was. Das ist ja lustig. Das wusste ich nicht. Okay, man muss richtig aufpassen. Kann ich mit dem hier angreifen? You must identify it. Okay, ich kann meine ganzen Waffen so nicht verwenden. Sonst kann ich überhaupt nichts machen. Interessant. Interessant. So. Das heißt, ich kann jetzt gleich mal zum Power of Amnesia gehen. Kriegt man das auch irgendwo erklärt? Moment. Ah, da, Defense Minimum 30. Okay. Das Level ist. Ja, okay. Ich hab's verstanden, aber dann muss ich jetzt erstmal zum Tower of Amnesia und nochmal gleich. Aber da brauche ich erstmal einen Liquified Emerald. Ich hoffe mal, ich habe noch einen in der Bank. Das ist ja heftig. Okay. Also das hat sich schon mal komplett geändert. Oder ich guck mal, ob ich die anderen Items noch identifizieren kann. Ich guck mal, hier war doch irgendwo ein Identifier. Hier nicht. Irgendwo hier war ein Identifier. Da. Zumindest das weiß ich noch. Sieht jetzt natürlich auch alles ein bisschen anders aus mit dem Resource Pack. So. Tun wir doch mal den hier identifizieren. Das ist ein Eil. Und den kann ich aber verwenden. Da brauche ich keinen Sondereffekt. Da habe ich hier zwei Häkchen. Ich habe das nötige Level. Und. Okay, den Cœur de Lion, den muss ich dann nochmal ein bisschen aufsparen. Und der hier. 30 Emeralds. Ach, das ist auch ein Eil. Okay, da habe ich zwei davon. So, der ist jetzt hier und den habe ich hier. Haha, minus 4 Agility. Okay, der ist ja dafür nochmal mehr Health. Naja, meinetwegen. Aber ich habe zumindest jetzt eine Waffe, mit der ich kämpfen kann. Ja, hier im Low-Level-Gebiet ist das ja noch kein Problem. Okay, aber um den Cœur de Lion verwenden zu können, brauche ich jetzt erst wieder mehr Defense. Interessant. Naja, es hat sich einiges geändert. Es hat sich wirklich einiges geändert. Okay. Aber nur mit der Ruhe, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden das schon hinkriegen. Und jetzt gehe ich erstmal.
Ja, der Eil, das ist ja auch keine schlechte Waffe. Das ist wirklich keine schlechte Waffe. Also werde ich jetzt erstmal eine Weile mit dem kämpfen. Und ich wollte jetzt aber ins Questbuch gucken. Okay, mein Charge funktioniert noch. Ich guck mal. Okay, Mana geht jetzt wirklich schnell weg. Das funktioniert. Okay, der Uppercut, der ist teurer geworden, wie mir scheint. Also von den Mana-Kosten her ist der Uppercut teurer geworden. Was interessant wird, weil mit dem habe ich ja dann doch immer sehr erfolgreich meine Kämpfe bestritten. Also da muss ich aufpassen. Aber der ist billiger geworden, kann das sein? Ja, minus 7. Das ist schon heftig. Und der kostet minus 4. Okay, das geht. Naja, dann werde ich viel mit dem Charge arbeiten müssen. Na gut. Aber das werden wir auch noch mit der Zeit rausfinden. Possible Quest Lord of the Clock. Na, das kann jetzt aber nicht so stimmen. So, begin the third floor. Ja, okay. The Wormholes. Na, ich möchte jetzt erstmal das niedrigste Level finden. 49. Das ist auch 49. 39. Pirate's Trove. Difficulty Medium. Okay, Dameral Outside Leviga. Das könnte eventuell sein. Ich guck mal weiter. 43, 41, 44. Okay, das sind dann die höheren. Okay. Ja, es sind schon ein paar mehr Quests. Aber ich habe jetzt ungefähr so grob überschlagen 10 Quests, die ich jetzt mit meinem Level machen kann. Also da sollte doch was dabei sein. Ah, und hier hinten sind dann schon die ganzen Finished Quests. Ja, da kommt jetzt hier nichts mehr. Na gut, dann, Moment, kann ich wieder von vorne das machen. Wo war sie denn? Hier. Pirate's Trove, talk to Damiral, outside Leviga. Naja, wir müssen jetzt erstmal auf den Ozean und da gucken, dass wir. Moment, dann gehe ich mal erst nach Nemrakt, hol mir ein Boot. Und dann müssen wir über den Ozean schippern. Und dann geht's los nach Gavel durch das Tor. Okay. Naja, mit der Spielmechanik, ich muss noch so ein bisschen vertraut werden, das ist ja ganz klar. Aber das wird den anderen Spielern ja nicht anders gehen. Okay. Und den Cœur de Lion, ja, den werde ich dann schon wieder irgendwann verwenden können. Denn der ist doch irgendwie ein bisschen besser als der Eil. Habe ich das Gefühl. Also schon komplexer geworden, weil man jetzt eben auch diese negativen Effekte hat. Okay, die Mana-Kosten, die sind echt drastisch gestiegen. Also ich kann hier so ein bisschen springen, hüpfen. Und dann, das war viel oder hat viel länger gedauert. Naja, zum Glück haben wir ja noch ein Pferd. Zumindest das hat ausreichend Kondition. Und da ist ja schon ein Lemrakt. Ja, aber das Resource Pack, das kann sich schon sehen lassen. Also es sieht ein bisschen,
rustikal aus. Da war natürlich das vom Dirtman, also mit dem Papercut, das sah einen Ticken eleganter aus. Aber ja, es hat schon so dieses Mittelalter-Feeling. Private Property, okay. So. Da ist der Boat Merchant. Achso, ja genau. Ich kann jetzt hier einfach draufklicken. Das kostet 4 Emeralds. Thank you for your business. Aber ich wollte noch eins kaufen. Ach, not enough space? Wie kann das sein? Ich habe doch hier noch einen freien Platz. Also das ist irgendwie... Was ist denn, wenn ich das hier raus tue und jetzt nochmal eins kaufe und jetzt das hier wieder einsammle, dann habe ich zwei Boote. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Aber man braucht da irgendwie immer einen freien Platz, um überhaupt was kaufen zu können. Okay. Na gut. Okay, da rennt ein Nimrak-Citizen im Wasser rum. Warum nicht? Aber jetzt geht die Reise los. Hui. Okay. Ja, also es wird jetzt, ja, mal gucken, wie lang die erste Folge wird, aber ich werde jetzt ein bisschen vorproduzieren, damit also auch diese Woche bis Freitag auf jeden Fall Folgen kommen. Also heute ist Montag. Heute wird die Folge hier nicht mehr rauskommen. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da wird dann auf jeden Fall Runecraft kommen. Und also es wird auch an Heiligabend und am ersten Feiertag hier eine Folge geben. Und Republik habe ich auch ein bisschen vorproduziert, aber das interessiert ja sowieso nicht so viele. Aber also bei Windcraft könnt ihr euch drauf freuen, dass jetzt erstmal ein paar Folgen kommen. Okay. So. Es ist dunkel. Komme ich überhaupt vom Fleck? Doch. So ungefähr die Richtung beibehalten. Oder ist das auch langsamer geworden mit dem Bootfahren? Ah, aber jetzt kommt wieder der Ozean-Soundtrack. Und da hört er wieder auf. Schade. Naja, aber in Gavel wird es dann erstmal neue Musik geben. Das ist ja auch nicht verkehrt. Kommen wir überhaupt voran? Doch. Finally made it in. Hello Kids. So. Was ist das hier eigentlich für eine Insel? Das ist... Ach, das ist Selcha, okay. Dachte schon, hä? Nanu, wo bin ich da? Ja, es sieht jetzt wirklich alles so ein bisschen anders aus mit dem neuen Resource Pack. Deshalb, ja, dass ich so die Orientierung nicht ganz habe, das kann mir jetzt noch ein bisschen öfters passieren. Aber in Gavel ist das dann sowieso egal, denn da ist sowieso alles neu, also was soll's. Ja, die Map ist auch schon auf der Homepage aktualisiert. Also da kann man immer gucken, wie jetzt Gavel genau aussieht. Okay, und jetzt so ungefähr in die Richtung. Aber ich werde hier doch so ab und zu mal zurückgesetzt. Naja,
Also ungefähr so schräg rüber müsste das ja sein. Und es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich da bin. I heard stories of people getting lost and struggling. Tell me more. Okay, vielleicht werde ich mich da dann auch ab und zu mal verlaufen. Naja, aber jetzt haben wir noch Koordinaten. So, ich habe 50 FPS. Ach ja, das ist ja auch nicht so schlecht zu wissen, wie es mit dem Shader aussieht, aber da ist es noch im Rahmen. So. Da ist eine Sandbank. Da kann ich mich, glaube ich, auch noch dran erinnern. Das heißt, irgendwo da rechts müsste dann Maro Peak sein. Und okay, left the game, left the... What? Wurden die alle gekickt? Was? Server down oder bin ich schon... Na, ich bewege mich noch, aber vielleicht... Der Loi, I love you, okay. Na, ich glaube, der Server hat jetzt gerade Probleme. Ich bin jetzt aus der Welt gefallen, okay. Na, dann ist der Server down. Bin ich jetzt mal gespannt, wo ich landen werde. Na, sowas kann natürlich am Anfang immer noch mal passieren, vor allem weil jetzt natürlich die Server sind doch total überlaufen, es ist doch klar. Aber ich werde hier das auch, glaube ich, nicht rausschneiden, zumindest fast nicht, denn ich will da schon ein bisschen dokumentieren, wie das Abenteuer hier ist. Es ist ja nicht nur das Abenteuer in-game, sondern das Abenteuer, dass man hier dieses Update auch einigermaßen auf die Reihe kriegt. Okay, jetzt ist aber auch wieder das Resource Pack weg. Das lädt er dann immer wieder neu rein, wie es aussieht. Boah, aber die Lags sind jetzt hier schon einigermaßen drastisch. Okay, mein Warrior ist hier. Und da bin ich natürlich jetzt irgendwo auf dem Ozean. Moment. Muss ich mich erstmal wieder orientieren. Herb facing north. Ja. So, und jetzt ist es nämlich gut, dass ich noch ein zweites Boot dabei habe. Denn wenn es einen Absturz gibt, verschwindet ja ein Boot. Und jetzt habe ich aber noch ein Boot und jetzt kann ich wieder in die Richtung fahren. Jo, es geht weiter. Okay. Ah. Schöner Shader ist immer noch schön. So, ich muss aber ein bisschen mehr so in die Richtung fahren. Oder so in die Richtung. Ist das... Ah, okay, das ist Maro Peaks. Dann weiß ich Bescheid. Na, dann sind wir aber schon auf gutem Wege. Und... Irgendwo hier hinten müsste es ja dann sein. Und ich war da ja noch nie vorher, weil zunächst gab es keinen Grund, dahin zu gehen für mich, an diesen Strand, zu diesem Tor. Und dann durfte man nicht mehr. Dann war da immer versperrt. So. Ist das jetzt hier schon die Küste? Oder ist das nochmal... Insel. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Insel mit großem Baum. Naja, irgendwo werde ich dann vielleicht einfach an der Küste entlang fahren. Da ist ein Schiff.
Und hier ist die Küste. Habe ich mir, glaube ich, noch nie angeguckt, diese Insel mit Baum. Yes, I'm hyped for Gavel. I have been waiting the whole day and it's 3 a.m. Okay. Bei mir nicht. Bei mir ist helllichter Tag. Und hier ist die Küste. Moment. Ich glaube, ich bin jetzt... Bin ich jetzt schon wieder falsch? Facing North? Nee, ich muss noch weiter in die Richtung. Ich bin jetzt an der oberen Küste entlang. Ich frage mich ja, ob man hier auch theoretisch durchkommt, weil hinter diesen Bergen ist dann direkt Gavel. So. Oh, werde ich immer wieder zurückgesetzt, aber das kennen wir ja noch. Facing West, okay. Müsste noch stimmen. Naja, aber es ist wirklich sehr weit im Eck, also das dauert schon so seine Zeit. Aber ich müsste in der Bank irgendwie eine Teleportation Scroll haben. Also falls ich doch mal danach schnell nach Detlas möchte, sollte das eigentlich machbar sein. So. Na, komme ich jetzt an? Ich hoffe es mal, dass es nicht allzu lange dauert. Boah, wieder zurückgesetzt. Na, das kann jetzt immer passieren. Aber hilft ja nichts. Das wird eine sehr lange erste Folge. Muss ich mal gucken, wie ich das dann schneide. Und wie ich das render. Hier ist noch mehr Küste. Aber ich bin anscheinend immer noch richtig von der Richtung her. Es ist wirklich ganz weit im Nordwesten. Okay. Und wieder zurückgesetzt. Und... Irgendwo müsste doch jetzt dieser Strand kommen. Da ist zumindest ein Baum. Und so ein paar kleine Sandbänke. Noch mehr Bäume. Was? TNT Minecart couldn't spawn? Okay. Was ist das denn jetzt für eine Fehlermeldung? Naja, es ist ja überhaupt ein Wunder, dass sie jetzt das noch so schnell hinbekommen haben. Denn es hieß ja, dass sie noch einige Bugs haben. Aber sie haben es jetzt veröffentlicht und es kann natürlich immer mal passieren, dass jetzt noch Bugs auftauchen. Das ist aber echt sehr lange hier die Fahrt. Hier geht es nochmal ums Eck rum. Aber da hinten ist ein Schiff. Das könnte doch mal schon ein Zeichen sein, dass es nicht mehr so weit ist. Hier ist ein... Was ist das denn? Ist das ein Merchant? Ja. So, ich gehe mal raus aus dem Boot.
Das ist ein. Boah, ich kann das nicht lesen. Retired Scam Merchant. Okay. Und was macht der? Der macht gar nichts. Ach so, weil der retired ist, kann ich mit dem gar nicht handeln. Sonst wäre ja auch das Name Tag wäre dann ja in lila und nicht in grün. So ist das halt einfach nur ein freundlicher NPC. Okay. Bin ich denn hier? Gavel Sailor. Hallo. Level 40. Okay, hier liegt ein Schiff. Und hier wird irgendwie Kram verladen. Naja, Gavel hat ja dann gar keinen direkten Zugang zum Meer. Die müssen ja immer durch das Tor gehen. So, und hier ist der Strand. Okay, aber ich muss jetzt erstmal gucken. Wo ist mein NPC? Hier. Damiral. 1937 und 4200. Okay. Also 1937, das ist ja noch mehr in die Richtung. Und 4200, also der muss hier irgendwo sein. Der muss irgendwo da drin sein. Und irgendwas greift mich an. Ach was. Fliegende Tintenfische. Das ist aber nicht nett. Geht ja gleich gut los hier. Alter. Okay, also. 1937. Das müsste ja auf der Höhe sein. Der muss irgendwo da oben sein. Oder ist er da auf dem Schiff? Moment, ich muss nochmal gucken, dass das hier nicht so lange dauert. 4260. Okay, aber das ist schon hier oben. Da, Damiral, da oben ist er ja. Dann muss ich mal hier außen rum. Okay. Die Sonne geht gerade unter, das sieht auch immer sehr schön aus. Und da ist ein Pfeil. Na gut, dann, Damiral, erklär uns mal, was ist dein Problem? Hello, Adventurer, welcome to the great province of Gavel, home of the villager race, and yours truly. But enough with the pleasantries. Tell me, have you ever heard the tale of the great pirate Captain Hastor? Sailed the seas a long time ago. Legend says that he lived just beyond those gates, in the quartz city of Leviga, and that he did his fortune somewhere in the city. I'm a retired sailor now, but I could still do with a few extra emeralds from that treasure. Perhaps, if you're up to it, we could come to an agreement. I have a riddle, the first of a number of clues that are supposed to lead to where Hastor hit his fortune, but I can't for the life of me figure it out. Maybe you will be able to solve it, and if you can, I'll make sure to pay you a good sum for your services. This first riddle goes like so. Toward the sunset, among northern flowers shaded by quartz. I've heard rumors that the others are engraved on blocks of black stone. It may be a good idea to look for those. I do wish you good luck, adventurer. Remember, everything you need to solve the clues should be found somewhere inside Leviga. Okay. Naja, shaded by quartz, das wird wahrscheinlich einfach
Lewiga heißen, wenn das die Quarzstadt ist. Among Northern Flowers. Was sind Northern Flowers? Sind das einfach irgendwelche Blumen oder heißt das irgendwie Eisblumen oder sowas? Naja, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Auf jeden Fall Toward the Sunset. Also mehr so im... Moment, Sunset ist... Sonnenuntergang. Genau, Sunrise, Sonnenaufgang und Sunset ist Sonnenuntergang, also mehr so im Westen. Und wo geht's hier lang? Hier sind einfach Pfeile. Muss ich hier lang, um nach Lewiga zu kommen? Ja, sieht so aus. Okay. Das ist jetzt mitten in der Nacht, aber da oben sieht man schon die Architektur und Lewiga soll ja auch sehr groß sein. Ach du Scheiße, ich bin ein bisschen nervös. You are now entering Lewiga. Und komme ich hier durch, durchs Tor? Alter, ist das abgefahren. Wie machen die das? Alter, ist das episch. Wow. Hoho. Wie machen die das? Wie programmieren die das? Naja, mit Command Blocks. Aber es ist schon geil. Also das ist mal wirklich... richtig episch. Und dieser Durchgang hier ist natürlich auch sehr gigantisch. Und Lewiga Guards. Guten Tag, guten Tag. Ich bin hier in friedlicher Absicht. Ja, Hammer. Einfach mal hammergeil. So. Okay, ich warte erstmal ein bisschen, bis sich das hier aufbaut. Da oben ist nämlich auch, das sind Türme. Es ist einfach riesengroß. Alter. Ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, wo ich hier was finde. Naja, ich muss mich jetzt hier irgendwie... Ich kann ja mal ins Questbuch gucken. So. Pirate's Trove. Clue 1. Toward the Sunset. Among Northern Flowers. Shaded by Quartz. Difficulty Medium. Ich meine, das ist schön. Mit den Flowers. Da bin ich noch irgendwie... unschlüssig, was das sein könnte. Hier sind auf jeden Fall die Einwohner von Lewiga. Sehr krass.